Soeben haben die Entwickler das neue paranormale Phänomene-Accessoire-Pack für die Sims 4 angekündigt, dessen Trailer und allererste Infos ich euch in diesem Video zusammenfassen möchte. Mit dem neuen paranormale Phänomene-Accessoire-Pack, welches am 26. Januar, also in 2 Wochen, erscheinen wird, können die Sims in ein Spukhaus einziehen, verfluchte Objekte entfernen, eine neue Fähigkeit erlernen und sogar eine neue Karriere einschlagen. Auch ein alter Bekannter aus der Sims-Reihe kehrt wieder zurück ins Spiel, mehr dazu aber später. Beginnen wir zuerst mit einer kurzen Trailer-Analyse. Dieser startet mit einem kleinen Einblick in die neuen verfluchten Häuser der Sims und auch ein Hinweis auf den allgemeinen Objektestil lässt sich hier finden. Mich persönlich erinnert der Stil der Objekte hier stark an eine Mischung aus die des Heimkino-Accessoire-Packs und dem Vampire-Gameplay-Pack. Bunte Farben, aber trotzdem ein wenig aus einer vergangenen Zeit. Endlich bekommen wir auch mal wieder ein paar neue Vorhänge, von denen wir im Spiel, besonders im Basisspiel, nur hässliche Varianten zur Auswahl haben. Auch dieses Deko-Objekt an der Wand werde ich bestimmt öfters benutzen. Weiter scheint diese Wohnung ebenfalls verflucht zu sein. Besonders cool, alle Lampen flackern hier und das komplett unabhängig voneinander. In der nächsten Szene kann man ein sonderbares Deko-Objekt links erkennen, eine Hand auf einem lila Podest mit vielen kryptischen Zeichen darauf, was es wohl damit auf sich hat? Die Kerzen sind zwar nicht neu, dafür aber die Puppe und Truhe. Hier fällt besonders das schwarze Feuer ins Auge, welches es so auch noch nicht im Spiel gab. Scheinbar brennen die Kerzen ebenfalls wieder ab, auch das Deko-Objekt links mit der heruntergewachsenen Pflanze sieht cool aus. Um ein Wohn- und Esszimmer einzurichten, gibt es wohl ausreichend neue Objekte. Könnte diese Palme ein heimlicher Favorit für das Objekt werden, welches wir Spieler wohl am meisten im Baumodus benutzen werden? Auffällig ist auch, vermutlich gibt es die Objekte wieder in quietschbunten, aber auch in dunklen Farben. Was man vielleicht an dem Objekt links ableiten kann, welches in der Szene ja davor komplett schwarz war. Endlich bekommen wir auch ein alltagstaugliches, gemütliches Sofa dazu. Vielleicht kann man diese Geister ebenfalls fangen und in die Behälter stecken? Der neue Grundstückstyp Spukhaus erlaubt es jetzt auch, verfluchte Grundstücke zu erstellen. Damit ist dieser schon im Vorhinein bewohnt und die Geister müssen erstmal besänftigt werden, damit diese verschwinden. Ich gehe mal davon aus, dass diese Pflanzen auf dem Boden ebenfalls etwas mit dem verwunschenen Haus zu tun haben. Mit Hilfe des Geistes Gidray lässt sich das Haus spukfrei machen. Geister können einem ebenfalls Geschenke machen, es kann auch mit Verstorbenen Kontakt aufgebaut werden. Dieser neue Seance-Tisch gehört ebenfalls zum neuen Gameplay. Das blaue Feuer in dieser Szene sieht wirklich sehr mystisch aus. Beachte die kleine Kuhpflanze, welche ebenfalls in einem kleinen Glaskasten auf dem Schränkchen steht. Mit Hilfe der neuen Karriere paranormaler Ermittler kann man ebenfalls als Freelancer in anderen Häusern verschreckter Sims aufräumen. So wie es in der Produktbeschreibung klingt, braucht man dafür allerdings erstmal eine Lizenz, die man auch mit dem Aufbauen der neuen Medium-Fähigkeit erhalten kann. Ihr könnt ebenfalls mit mystisch blubberndem Deko-Schnickschnack euer Haus dekorieren. Rituale können wohl nicht nur am Seance-Tisch, sondern auch auf dem Boden mit anderen Sims zusammen abgehalten werden. In der letzten Szene des Trailers fällt ebenfalls auch ein neuer NPC ins Auge. Brunhilda, die es ebenfalls schon in den Vorgängerteilen im Spiel gab. Eigentlich eine coole Ergänzung. Erstaunlicherweise hat man in diesem Trailer extrem wenige verschiedene Objekte im Ersteller einen Sim-Modus gesehen. Vielleicht liegt der Fokus hier ebenfalls auf dem Baumodus. Wahrscheinlich gibt es demnächst ebenfalls wieder einen Entwickler-Livestream, bei dem wir noch mehr Einblicke in das Pack bekommen werden. Wenn ihr auf verschiedene Sims 4 Packs ordentlich sparen wollt, schaut bei Instant Gaming in der Beschreibung vorbei. Alle Erweiterungen für maximal 15,49 €, Gameplay-Packs ebenfalls für maximal 15 € und auch das neue Accessoire-Pack wird es hier bestimmt bald geben. Wie fällt euer erster Eindruck zum Accessoire-Pack aus? Werdet ihr euch das neue Pack holen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.